Und zwar, was die Frauen vielleicht ja noch gar nicht so wissen, aber es hat jetzt in Wien die geniale Idee gegeben, dass sie ein Männerkaufhaus eröffnet haben. Nein, jetzt nicht ein Kaufhaus für Männer. Nein, ein Kaufhaus für Männer, wo man Männer kaufen kann. Und eine Dame kommt hinein und lest da unten im Parterre: gnädige Frau, herzlich willkommen in unserem Männerkaufhaus. Sie haben die Qual der Wahl. In jeder Etage warten ganz besondere Herren auf Sie. Bitte wählen Sie aus. Wenn Ihnen ein Mann gefällt, nehmen Sie ihn mit nach Hause und heiraten Sie ihn. Wenn Ihnen der Mann nicht gefällt, gehen Sie in die nächste Etage. Eines sei jedoch vorweg erwähnt, ein Zurückgehen in die vorhergehende Etage gibt es nicht. Gut, ihr denkt euch, das ist aber eine super Regel, oder? Geht auf, erste Etage, steht oben, hier gibt es Männer, die haben Arbeit. Ich sag, das ist aber okay, oder? Männer, die Arbeit haben, also in Zeiten wie diesen, das ist aber wunderbar. Aber ich bin in der ersten Etage. Immer, na, gehen wir weiter. Geht in die zweite Etage. Hier gibt es Männer, die haben Arbeit und sind nett zu Kindern. Denkst du, das war super. Endlich einer für meine ledigen Kinder. Das war ja ideal. Da brauche ich nicht mehr so aufpassen. Das war ja gut, aber jetzt bin ich in der zweiten Etage. Gibt sicher noch eine Chance, nicht? Geht in die dritte Etage. Hier gibt es Männer, die sind nett zu Kindern, haben Arbeit und lieben Hausarbeit. Denkst du, was super, endlich einer, der wascht und bügelt. Ja, das war einer. Der bügelt seine Hemden selber. Ja, ich bin aus dem Schneider. Ein Traum. Aber ich bin im dritten Stock. Immer bitte, oder? Geht in den vierten Stock. Hier gibt es Männer, die haben Arbeit, sind nett zu Kindern, lieben Hausarbeit und schauen mörderisch aus. Denkst du, ja. Das ist ja endlich einmal ein Sixpack. Nicht so, was wir mir daheim haben. Bitte, das war ja eine Geschichte. Nicht? Aber ich meine, ich bin im vierten Stock. Nicht? Und das ist ja, was ich gesehen habe, von außen ein Hochhaus. Nicht? Geht im fünften Stock. Steht, hier gibt es Männer, die haben Arbeit, sind nett zu Kindern, lieben Hausarbeit, schauen mörderisch aus und haben Geld. Ich sage, man, super, endlich einer, der Kohle hat. Ich brauche mich um nichts mehr kümmern. Wahnsinn, aber es wird ja immer besser. Ich gehe nur in den nächsten Stock. Nächsten Stock steht um, gnädige Frau. Sie sind die 1 Million. Die Besucherin des heutigen Tages und beweisen einmal mehr, Frauen sind mit nichts zufrieden. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Die Werbungskräfte, haben Sie sich gedacht, gut, mit dran die Summe machen, ein Frauenkaufhaus, nicht? Gut, Frauenkaufhaus. Unten steht die gleiche Regel. Also herzlich willkommen, jeder Herr kann sich auswählen und so weiter. Ein Zurückgehen in die vordere Etage gibt es nicht, aber wählen Sie bitte aus und heiraten Sie. Gut, der schießt auf, in die erste Etage steht, hier gibt es Frauen, die schauen mörderisch aus. Der schaut sich um, der sagt, oh, Wahnsinn, na Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Das ist ja eine hübscher wie die andere, unvorstellbar. Zweite Etage geht auf, steht, hier gibt es Frauen, die sind sensationell im Bett. Wahnsinn, schauen so gut aus, sind sensationell im Bett. Und, liebe Lydia und gnädige Frauen, ob Sie es glauben oder nicht, bis heute war noch kein Mann in der dritten Etage.